Die Gestaltung und Anpassung der öffentlichen Räume stellt seit jeher einen Förderschwerpunkt der Städtebauförderung dar. Die Ansprüche und Herausforderungen haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte jedoch gewandelt. In den Anfängen der Städtebauförderung wuchs das Bewusstsein, Plätze und Straßen, die vom motorisierten Verkehr dominiert waren, wieder als Begegnungsorte für die Menschen zurückzugewinnen. In diesem Film zeigen wir, wie dank der Gestaltungsmaßnahmen ganze Ortskerne als Wohn-, Geschäfts- und Erlebnisorte gestärkt wurden. Ich erinnere mich noch gut dran. Vor 30, 40 Jahren war auf diesem Platz der städtische Bauhof. Da waren Fahrzeuge der Feuerwehr untergebracht, da war ein Bauernhof, da waren Wohnhäuser. Mit Hilfe der Städtebauförderung ist ein Platz entstanden als Treffpunkt aller Generationen, jung und alt, und hat wirklich sehr zur Belebung Gerlingens beigetragen. Dass die Gestaltung der öffentlichen Räume eine stetige Aufgabe darstellt und sich mitunter auch die Bedürfnisse und Zielrichtungen über die Jahre hinweg ändern, zeigen die Handlungsschwerpunkte jüngerer Sanierungsmaßnahmen. Viele Dinge haben sich inzwischen auch gewandelt. Das Leben spielt sich zunehmend auch draußen an. Deswegen ist natürlich Verweilen, Aufenthalt im öffentlichen Raum wichtiger geworden. Aber auch viele weitere Themen spielen dort mit rein. Klimaanpassung, lokales Klima, Bäume, Grün in der Innenstadt, aber auch veränderte Mobilität, auf die eingegangen wird hier im Innenstadt und damit natürlich auch in den Erneuerungsmaßnahmen der Städtebauförderung. Die Erfolge der Städtebauförderung zeigen sich insbesondere im Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Aktivitäten. Und die Mitwirkungsbereitschaft privater Gebäudeeigentümer trägt entscheidend dazu bei. Also das waren zwei entscheidende Phasen für Nagold. Die Städtebauförderung ist der geniale Schlüssel, um überhaupt eine Innenstadt attraktiv zu halten. Das heißt, wir konnten mit der Städtebauförderung in den vergangenen Jahrzehnten die schönen Plätze und Straßen sanieren, erneuern, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt damit stärken. Gleichzeitig aber auch die älteren Gebäude zu modernisieren, um den heutigen Wohnungsanforderungen gerecht zu werden. Und ganz arg wichtig natürlich, dass die Geschäftshäuser, die besonderen Anforderungen an die Ladengeschäfte ja sich auch ständig verändern, konnten wir mit Hilfe der Städtebauförderung entscheidend nach vorne bringen. Wir haben damit allerbeste Voraussetzungen, vor allen Dingen jetzt auch nach der Pandemie, wieder gut zu starten für den stationären Einzelhandel, für die Gastronomie und Dienstleistungen. Und darauf freuen wir uns in Nagold besonders. Ja, also wenn man sich überlegt, dass der Vorstadtplatz mal eine der Hauptachsen, Verkehrsachsen in Nagold war, jetzt ein verkehrsberuhigter Bereich, so haben wir eben auch die Fassade des Hauses angepasst. Wir haben die Schaufenster, Rückwände zurückgebaut, wir haben uns geöffnet und so hat man jetzt hier ein schönes Miteinander am Vorstadtplatz. Wir haben die alte Vogtei haben wir Ende 99 erwerben können und haben dann 6 Jahre gebaut, umgebaut. Und das war natürlich eine sehr, sehr spannende, lange Zeit, die auch Nerven gekostet hat. Also ohne Städtebauförderung hätten wir das als Familie und als kleiner Betrieb nie schaffen können. Also das ist eine ganz klare Aussage. Die Unterstützung, die braucht man, wenn man nicht ein großer Konzern ist, der viel Geld hat, sondern wir müssen natürlich auch schauen, wie wir das logischerweise eben finanziell durchbringen können. Und die Städtebauförderung hat hier einen guten Grundstein gelegt, das zu schaffen. Seit 50 Jahren unterstützt die Städtebauförderung als Gemeinschaftsinitiative von Bund und Ländern die Kommunen bei der Anpassung ihrer öffentlichen Räume und verhilft ihnen damit zu lebendigen und lebenswerten Zentren. Ein Schwerpunkt, der in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.